Okay, so I'm back. That's right. I just remembered there was something I wanted to do, but I'd rather do it in OBS because, again, I've like already got layouts and setups and all this different stuff. Boom. Well, there we go. So, I'm gonna do this. Normally I do this, but I'm gonna do this. And, actually, tell you the truth. Where's. As long as it's still fine in OBS, I'm fine here, so why don't we just. Oh boy. Be right back. Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß, nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger, nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbeligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt.
Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. So I understood exceptionally little of that. I know I've said in the past that English and German are both Germanic languages, so they're structured. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. So like sentences are structured the same, but man. Ich. I wanted to pick a game that had lots of dialogue and no HUD that I had to read. So, du willst also etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das! Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Come here, little buddy. We're gonna use this cat. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Alright, so we're gonna use the car. Ich muss mal auf die Toilette. Okay, there he goes. Du bist ja schrecklich nett für einen, der nur sein Existenzminimum verdient. Alle Snarky-U-Absolventen müssen Kurse in exzessiver und garantierter Nettigkeit belegen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Ich würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Das wäre alles. Sonst noch etwas? Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo! Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund. Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Nein. Wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung. Die Schlüssel?
Die Toiletten. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Max, ich habe ein Ekelgefühl und eine seltsame Vorahnung in mir. Und? Ich glaube, wir sollten die Pfeile behalten. Wahrscheinlich hast du recht. Niemand verdient dermaßen saubere Klos. Nun, das war's. I know in English they say no one deserves to use restrooms that clean. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist das Teufels Zahnweh, Max. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Nope. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben! Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? I love that voice. Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. I can understand introductions. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Red kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Cranton. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? That. I need that. That was the reason I should have waited to go to Snuggies. Because now I've got to go back there.
but I can do the entirety of the circus while I'm here. Like, I don't think I have to come back. I disagree. I need, what, 20? Ich habe etwas gewonnen. Sie passt perfekt. Combine those things. Oh, here we go. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Good stuff. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Hey, Kirmes-Typ. Was? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus denem Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsachenzelt. Heftig. Oh, this one's gonna be good. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Sie müssen mit unglaublichen magischen Fähigkeiten ausgestattet worden sein, die ihre körperlichen Mängel wieder wettmachen. Schlechter Tausch. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Das ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen können. Alles aus. Ich fühle mich wieder vollständig. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. World of Fish. Come on.
Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Corn dogs. Komm da runter, Max. Warum? Schau dir das mal an. Ich werde mich nie wieder rasieren. Das hast du noch nie getan. Okay, das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. Hier, ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Wow, ich dachte gerade daran, wie cool es doch wäre, jetzt ein paar Pikidus-Pralinen zu naschen. Wer seid ihr? Ich bin Sam, er ist Max. Wir lösen Mysterien. Mit stumpfen Instrumenten. Ich bin Dirk, der Maulwurfmann. So, was wollt ihr von mir? Wir wollen alles wissen, was du über Bruno, den Yeti, weißt. Lasst mich mit einer Geschichte beginnen. Fass dich kurz, Junge. Mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Ehe danach schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubte, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Letztendlich beschloss sie, etwas gegen Brunos missliche Lage zu tun. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker, Bruno aus seinem eisigen Käfig zu befreien. Flambé tat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen. Verteufelt gute Geschichte, oder? Hätte ich Tränendrüsen, ich würde heulen wie ein Teenager. Ja, ja, aber wo ist Bruno jetzt? Puh, ich habe keine Ahnung, wo die hingegangen sind. Vielleicht solltet ihr mit meinem Onkel sprechen. Dein Onkel? Ja, mein Onkel, Shavul. Er kennt sich tierisch mit Yetis aus. Als ich noch ein Kind war, erzählte er mir Geschichten von riesigen Yeti-Partys, wo alle Yeti der Welt zusammentrafen und Yeti-Tänze tanzten und... Das ist wahnsinnig interessant, Junge. Wo finden wir deinen Onkel? Keine Ahnung. Er verschwand von der Bildoberfläche, kurz nachdem er mitgeholfen hatte, das größte Wolkentor der Welt zu bauen. Hm, vielleicht sollten wir dort als nächstes hin. Du greifst das Offensichtliche beim Schopf, kleiner Freund. Wartet. Lasst mich euch doch den Schlüssel zu Trixies Wohnwagen geben, als Dank für die Pralinen. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. That's some key. Walk with crowbar. Hey Max, rück an. Was? Schau gut hin. Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Oh Junge! Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Hm.
Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rooney Heights, Florida. Ein entferntes Grollen. Du hättest daran denken sollen, als wir weggingen. Verrückt. Glass window of a corn dog. Hey, kannst du das für mich öffnen? Sicher. Es gibt kein Glas, das ich nicht öffnen kann. Thanks, Bernard. Literally just Bernard with a mustache. No, where are you going? Stop. Why are you taking the scenic route, dude? He's shopping. Stop shopping. Okay. First of like seven trips to this place. Max, come on. Leg einen Zahn zu, Max. Hey, schau mal. Ein langes, loses Ende. Zu schade, dass wir es von dieser Seite des Decks nicht erreichen können. In Spielen wie diesen braucht man immer ein langes Stück Seil. Where is it? There it is. Okay, so these... Oh boy, that guy. He knows. Connect that to here. Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Oder auch nicht. Okay. Ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. Weißt du, dass du blind werden kannst, wenn du weiter so auf diese Dinge starrst? Ich versuche mich zu konzentrieren! Was tust du denn da überhaupt?
Ich verbiege Werkzeuge mit meinen telekinetischen Kräften. Warum? Damit ich den Drehmechanismus von diesem Restaurant reparieren kann. Nun, das macht Sinn. Wofür sind diese verbogenen Werkzeuge überhaupt gut? Für eine Menge Dinge. Zum Beispiel zum Kratzen dieser unerreichbaren Stellen. Für mich ist jede Stelle schwer zu erreichen. Möchtet ihr eins für umsonst? Sicher. Lasst mich nur diesen hier fertigstellen. Fertig. Danke. Nun, bye. God, TMR is singing. I'm watching him play World Cup soccer. And he was singing. God bless that guy. No. Not here. Here. We are ready. Gator Golf. I just need the thing. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Shut up and take it. I'll talk to him on the way out, maybe. Max, lass uns gehen. Und der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist? Das hat er gesagt, Mr. Bumpus. Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte? Hm. Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt? Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus. Und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Halt still, du räudige Polarkatze! Viel Spaß, Boss. Was für ein Arsch. Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Ich habe Angst, Sam. Alright, so now I need to replace bucket of golf balls with a bucket of fish. We did it. Okay. Hol mich verdammt nochmal hier raus! Dang it.
tip of the tail. This is the part that takes me the longest. Alright, so... Edgy Badge, du triffst mich nicht! Sam's voice, or Max's voice, is pretty good in German. Oh, bad gator. Bad gator. He's probably gonna go back to starting position. Please be it. Sam and I share the same sentiments. We both hate this game. Hey! Du hast einen Weg über den Parcours gefunden! There we go. Genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Hey, lass das! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwump, Washington. Lass mich mal sehen. Schau. Zu schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Alright. Es geht mich ja nichts an. Aber was brachte dich darauf, Alligatoren und Golf zu kombinieren? War nicht meine Idee. Tatsache ist, dass das hier mal ein Minigolfplatz war. Dann damals, 89, überflutete der Sumpf die Anlage, samt Windmühlen und dem ganzen Kram. Und dann saß ich da mit einem halb unter Wasser gesetzten Minigolfparcours inklusive 6 Meter langen Alligatoren. Ich hasse es, wenn so etwas passiert. Das brauchst du mir nicht zu erzählen.
Also baute ich den Parcours in einen Übungsplatz um. Ich habe so einen Drang, mir eine Tasche zu kaufen. Ich hoffe für dich, dass das nicht der Anfang eines Witzes war, Stadtjunge. Geh nicht weg. Wo sollte ich hingehen? Jesse James, abgetrennter... Ja. Na. Crafting. Das klappt ja vorzüglich. Ist ein bisschen wackelig hier drin. Hey, Max, komm her. Platz da! Man muss die Geschicklichkeit bewundern, mit der sich die gerissene Überforelle an ihr Opfer heranpirscht. Diese Erfahrung gehört eindeutig zu den 10 ausgeprägtesten in meinem Leben, Sam. Heilige Makrele. Ich bin eine Forelle, Blödmann. Heilige Forelle? Ich dachte immer, du wärst aus Plastik. Sam. Ich überlege noch. Was war das für ein Geräusch? Hörte sich so an, als hättest du zu viel Chinesisch gegessen, Sam. Ich sagte doch, ich hätte einen Plan. Hey, Max, ich habe noch einen Plan. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn du einfallslos wärst. Halt's Maul und kletter über das Geländer. Siehst du, es ist nichts passiert. Was habt ihr hier zu suchen? Sonst noch irgendwelche Geistesblitze? Lass uns anfangen, wie Babys zu scheinen. Galileo hatte Unrecht. Ich glaube kaum, dass wir uns in einem Vakuum befanden, Max. Wie bekommen wir unser Auto jetzt wieder? Wir warten einfach.
Das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. An diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Okay, so first things first. Fucking duck. So there are the red doors. I have to use it. I have to use it. Wow, der magnetische Strudel wird von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert. Irgendwie bin ich traurig darüber, dass wir Amerika um eine seiner Legenden gebracht haben. Reg dich ab. Okay. Store. Damn it. Es ist ein Wald aus Schulbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. At least I don't have to like mix and match the lights if it was gonna be one of the different doors. And it is one of the different ways. God damn it. Hör auf, deinen Kopf umzustülpen, Max. Ich kann nicht. Lass uns gehen. I'd like to know. I'd really like to know if there's a way you can manipulate. It to be one of the doors, or if it's like on a timer, or what. What? That's the blue one. Possible door. Disgusting. Es ist ein Wald aus Schulbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. Just a couple minutes, just like, see ya. To walk around like idiots. Ah!
Ich bin Sam, er ist Max. Wir jagen Gesindel. Und wir sind äußerst erfolgreich. Das ist cool. Ich bin Shavul. Was wollt ihr von mir? Sam, sieh nur. Nun, das nenne ich mal eine anständige Wasserflasche. Nichts da. Genau. Fass mich nicht an. Ist das dein Ring? Wow. Woher wusstet ihr, dass ich danach gesucht habe? Das war Glück. Glaube ich zumindest. Dann glaube ich, dass ich euch raten soll, zum Froschfelsen zu fahren. Wo ist der? Er liegt ganz in der Nähe des größten Wollknolls der Welt. Zwischen dem Plateau des ewigen sauren Regens und dem verzauberten Edelsteinwald. Ist das alles? Das ist erst der Anfang, Mann. Wenn ihr beim Froschfelsen seid, braucht ihr 3 Haarbüschel. Haarbüschel? Ja, Mann. Yeti-Haarbüschel. Ihr wisst schon, Fell und so ein Kram. 3 davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen. Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet. Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmannpulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Das ist für euch. Benetzt das auf dem Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. X! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Druntergeben. Was auch immer. Leg einen Zahn zu, Max. This is going to be hard. Ein Felsen. Like, I'm going to have to stop at every rock. Ein Felsen. Ein Felsen. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Spent money on those nifty effects. You're gonna sit through them, damn it. No, where are you going? God damn it. Just...
the one thing still in my hand. Das ist unheimlich, Sam. See, if I could just get him to do that every time, instead of the other thing. Nun? Abwarten. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Das bedeutet etwas, Sam. We're filling up that map. We're coming up on what is sure to be the best part of the game. Unless he just sings his song in English. I'll be very disappointed and I will just skip it. Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Do I need anything? I need that. Come into your house. Wow, es ist das Monster Truck Wochenende. Wie immer sonntags. 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 Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. Get it. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Ups. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Was zum... Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen.
Das ist Virtual Reality? Ich glaube, mir wird schlecht. Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! Es ist ein Porträt von John Muir. Wer zum Teufel ist John Muir? Wer John Muir ist? Hey, Jungs, dieser Wicht weiß nicht, wer John Muir ist. Das ist nicht dein Ernst. Was für ein Hinterwäldler. Was für ein Einfallspinsel. Sam, die toten Tierköpfe sprechen zu mir. Wo? Die dort oben. Nun? Aber... Du solltest wirklich keine Scherze über tote Tiere machen, Max. Aber... Ach, komm schon, lass mich. Ich bewundere gerade dieses Porträt von John Muir. Aber wer ist John Muir? Willst du das wirklich wissen? Wenn ihr aufhört zu sprechen, ja. Okay, stimmt ein, Jungs. Es gab mal einen Mann, der nannte sich John Muir. Naturforscher war er, von allen geliebt. Er lebte in Wald und Flur. Er schützte die Bestien, ob groß oder klein. Er packte fest zu, war sich selbst nie zu fein. Seine Liebe zu Tieren im Allgemeinen. War unumstritten und pur. Here we go. Bambus will es stolz, Ihnen den Meister der Melodie zu präsentieren. Den König des Country, Mr. Unterhaltung, Conroy Bambus. And? Ich hasse Varieté-Vorstellungen. I remember my childhood in Brighton. Danke, danke. Yeah, they didn't redo the song in German. Dang. Hier gehört, Conroy Bambus hat das Gebäude verlassen. Thing with the thing. Zurück zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier. Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die E.T.-Party. Wo findet sie denn statt? Bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen. Ohne Ausnahme. Lass uns gehen. Probably a little more than halfway. I think of Bumpusville as the halfway point.
dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. Hier, bitte. Ja, das ist fantastisch, wirklich großartig. Ich stehe in eurer Schuld, Mädels. Wissen Sie, Sie sehen wirklich wie eine abgehalfterte Ausgabe der Evelyn Morrison aus, die berühmte B-Movie-Aktrice. Ich bin Evelyn Morrison, Sie Pinscher. Eigentlich bin ich eher ein irischer Wolfshund als ein Pinscher. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboterterror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du Beretta nimm du? Nein, das war ein Vampire in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf Ihnen. Das macht Sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier, Tiergruben und Bungee Nationalpark in North Dakota und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Das kann ich nicht aufheben. Ich wüsste niemanden, den ich anrufen könnte. Ruf mich an, ruf mich an! Du müsstest vorher leibhaftig werden. Ich bestehe aus Pixeln. Das ist besser als leibhaftig. Das war ein furchtbarer Dialog, Max. Mir verzeiht man das. Ich bin niedlich. Was kannst du daraus machen? Der berühmte Naturalist John Muir, hm? Ich finde, er sieht wie ein Zucchini-Kürbis aus. Ich kann einen machen, es wird nur etwas dauern. Diese Art weckt den Sinn für Wunder. Man muss sich wundern. Hör auf damit. So, was meinst du? Steht dir hervorragend. Oh, sei vorsichtig, sie könnte uns schubsen. Das ist eine Gefahr, die ich jeden Tag durchstehen muss. Nun, Max, was meinst du?
wie James Bond. Bist du sicher? Jimmy wäre jetzt sicherlich nervös. Aber mach trotzdem ein wenig hin. Ich glaube, du fängst an, Zeit zu schinden. Jimmy. Schnuckelchen. Wer schindet Zeit? Ich warte nur darauf, dass mein Kumpel zusammen mit mir diese spektakuläre Aussicht genießt. He just leans in and says Jimmy. Oh God. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das ist eine gute Idee. Aber das Seil kann sich nirgendwo verankern. Ha! Does it fall off? Nah, it doesn't matter. Come here, little buddy. Haben wir bekommen, was wir wollten. Blaue Flecken? Den Zahn. Oh, that's right. I still need the woolly mammoth hair. Thought I was forgetting something. That bug, though. Max. Hey, was? Ich habe eine Aufgabe für deine gewaltigen Schneidezähne. Was? Siehst du dieses wollige Mammut? Was ist damit? Hör auf, den Idioten zu spielen und mach dich an die Arbeit. Gute Arbeit, Max. Jetzt haben wir mehr Mammuthaar, als wir jemals brauchen werden. Und wir haben etwas sehr Wichtiges gelernt. Ja, die Mammuts sind vor lauter Scham ausgestorben. Wo ist mein John Muir Gemüse? Hier hast du es, mein Sohn. Eine Zucchini, die wie John Muir aussieht. Hey, danke, Ma'am. Danke, das war's. Was nie. Hört sich jazzig genug an. Lass uns gehen. Yeah, I forgot something.
clean up at Bumpusville. Diese Dinge kann man nicht so... Bleibt draußen. Okay, ich habe Conroys Toupet an dem Bachstelzenkostüm befestigt. Großartig. Nun haben wir ein Bachstelzenkostüm mit Teer- und Mammuthaaren. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Hey, das ist wirklich mal ein gelungenes Yeti-Kostüm. Ich lasse euch damit zur Party. Sieht so aus, als ob etwas Wichtiges passiert. Vor 100 Jahren schien es so, als ob unsere Zeit sich dem Ende zuneigen würde. Wir haben die Zeichen des bevorstehenden Untergangs übersehen. Wir dachten, die Menschen würden sich sehr langsam entwickeln, sodass die Folgen, die ihre Verschwendungssucht nach sich zieht, Probleme wären, die folgende Yeti-Generation zu lösen hätten. Zufrieden lehnten wir uns zurück und ignorierten die innere Stimme, die nach Taten rief. Tradition und Lebensstandard waren unsere Entschuldigungen für die Selbstgefälligkeit. Der Umstand, dass wir nicht nur unseren Lebensstandard, sondern unser aller Leben und alles, was je in unserem Besitz war, verlieren können, zwingt uns zum Handeln. Eine Realität stürzt auf uns ein, die wir nicht länger ignorieren können. Wie sich herausstellte, haben sich die Menschen und ihre Technologie schneller entwickelt als wir. Viel schneller, als wir annahmen. Und jetzt stehen wir nur wenige Schritte vom Abgrund entfernt. Wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen und endlich Taten folgen lassen, sie mit Herz und Verstand in Angriff nehmen und das Ziel nicht verlieren, dann werden wir zurückfallen und uns selber dem Untergang weihen. Aber jetzt erst mal wieder ein wenig Musik. Stopp! Tut mir leid, Süßer, aber nur die Oberhäupter haben Befugnis, den Poolbereich zu betreten. I just not click the right pixel. Come on, dude. That screwdriver. And, let me get Max equipped. Wen haben wir denn da? Einen Yeti. Mann, ist das ein mageres Exemplar. Einen Yeti in der Hand zu haben, ist besser als zwei im Busch, Lee Harvey. Entschuldigung, Boss. Schon gut, alter Kumpel. Jetzt sei ein guter Junge und hol das Netz aus dem Bus, ja? Jawohl, Mr. Bumpus. Es gibt da etwas, was du wissen solltest, Bumpus. Hier schon wieder! Mist, ich habe das Netz in Bumpusville gelassen. Vergiss das Netz, wir werden uns als Yeti verkleiden. Warum?
So können wir sie infiltrieren und alles über sie erfahren, um sie dann einzusacken. Oh. Und keine Scherze, Hundevieh. Yeah. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey, Max, wieso machst du dich nicht mal nützlich? Das war lustig. Nun können sich zukünftige Generationen an seinem atonalen Singsang erfreuen. Sind hier noch ein paar Schrimpskugeln? Wer seid ihr? Wir sind die Freelance Police. Wir haben gerade euren gesamten Haufen gerettet. Wirklich? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn ich euch zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber ernenne. Geht hier lang. Oh, damn it, I forgot to take Bumpus's pillow. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Man, I'm forgetting a bunch of stuff. Obwohl es Tradition ist, dass nur Yetis und eine Begleitperson zu unseren Partys zugelassen sind, haben sich diese zwei uns gegenüber als loyale und vertrauenswürdige Personen erwiesen. Das sind naive Kerle. Und so ernenne ich sie zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber. Also, legt euch nicht mit ihnen an. Das ist alles? Geehrte Yeti-Häuptlinge? Wo bleibt die Knete? Wir wollen kein Yeti-Geld, Max. Vielleicht ist es aus Baumrinde gemacht. Ich weiß, aber ich sage so etwas aus Prinzip. Ihr dürft euch jetzt frei im Tagungsraum bewegen, ohne Angst um eure Gesundheit haben zu müssen. Hey, danke. Gern geschehen. Folgt mir. Da ihr euch selbst als Freunde der Yeti bewiesen habt, habe ich euch hergebracht, um unser größtes Geheimnis zu teilen. Diese großen Totempfähle wurden aus aller Herren Länder zusammengetragen und von Yeti-Generation zu Generation weitervererbt. Wie Obstkuchen. Wir glauben, dass sie die Lösung für unsere Rettung bergen, aber das Geheimnis ihrer Nutzung ist ein Rätsel, das wir niemals gelöst haben. Ganz schön kompliziert. Wie Obstkuchen. Es ist wirklich kompliziert. Bruno. Wie Obstkuchen. Keine Lust zum Feiern? Wer kann schon feiern, wenn seine Welt zusammenbricht? Offensichtlich die meisten deiner zotteligen Brüder. Und ich sagte noch, lass den Whisky aus der Bohle. Ich dachte, es würde unserer Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen. Kein Wunder, dass wir vom Aussterben bedroht sind. Okay, Jungs, hier der Lagebericht. Der Yeti Way of Life geht zurzeit den Bach runter. Diese Totempfähle könnten uns retten, aber A, keine Ahnung, was sie bedeuten. B, die meisten von uns haben zu lange gefeiert, um darauf zu kommen, wenn ihr mich versteht. Und C, wir Yetis haben es ziemlich schwer, uns in der Öffentlichkeit zu bewegen, wie ihr wisst. Wir würden ja nicht um Hilfe bitten, aber wir sind verzweifelt. Nun, wegen sowas werden wir meistens gebucht. Warum also nicht? Großartig. Warum löst ihr drei nicht das Geheimnis? Ich gehe so lange zur heißen Quelle. Three things. Okay, so that was definitely something I was supposed to get earlier, and I just forgot. Okay, now I need to go to here. Nope.
need to go back to here. That song sucked. Come on. Here. Leg einen Zahn zu, Max. Das ist ein völlig un... Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher! Lass mich mal sehen! Wie ist das? Großartig! Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Mit diesem Gift? Sei nicht albern! Das scheint die Schneekugel verschlossen zu haben. Thing to do, and then we can go beat the game. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein! Die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Alright. Now we can go beat the game. The click boxes are so baffling in this game, in that room. Like, you have to click above the door to go into the door. Get in. Ich denke, dass ich ein Totempfahlrätsel gelöst habe. Lass mich mal sehen.
ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Denken hat nichts damit zu tun. Ich glaube, wir haben ein Geheimnis dieser Totempfähle gelüftet. Das haut mich um. Eine Kombination aus Mensch und Natur. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Suppe? Hey, Häuptling, ich glaube, ich habe eines dieser vertrackten Totenfallrätsel gelöst. Ein Original-Dinosaurierzahn. Ich dachte mir schon so etwas Ähnliches. Sagte er original? And? That's it. Hey, Mr. Häuptling. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das einen der Totempfähle erklärt. Ja? Was ist es? Haarwuchsmittel. Sehr ergiebig. Wir klauen nun mal gerne Kopfkissen. Das sollte ausreichen, nicht wahr? Da passiert nichts, Sam. Und was jetzt, Häuptling? Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr die richtigen Zutaten gesammelt habt, aber... Oh, natürlich, wie dumm von mir. Was? Damit der Zauber auch anständig funktioniert, brauchen wir ein lebendiges Yeti-Opfer. Es wäre wirklich traurig, einen dieser pelzigen Gefährten zu verlieren. Was denkst du? Halt, ich habe eine Idee und ich brauche dazu nichts Hochexplosives. Wartet hier. Während er weg ist, frage ich mich mal schlau, ob sich nicht einer der anderen Yetis für eine gute Sache hergeben möchte. Also, das war mal eine verdammt beeindruckende Bilderfolge. Und im höchsten Maße zerstörerisch. Auf Wiedersehen, Sam und Max. Ich bin nicht sicher, wie ich euch jemals danken soll. Ich glaube, ich tue es einfach nicht. Wirst du mit Trixie zurück in den Wald gehen und ein idyllisches, naturverbundenes Leben führen? Teufel, nein. Wir gehen nach Las Vegas und heiraten. Wenn es nicht von diesem verrückten Baumblödsinn zerstört wurde. Wir wollen uns irgendwo niederlassen, wo wir uns unauffällig unter die Leute mischen können. Unser Leben leben, vielleicht eine kleine Familie gründen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du beklopptes, primitives Biest, du. Ihr Jungs könnt stolz auf das sein, was ihr heute hier für uns getan habt. Du meinst die vollständige Zerstörung der modernen Zivilisation in den westlichen Vereinigten Staaten? Da kannst du drauf wetten. Haben wir jetzt was gewonnen? Also, ach, warum nicht? Dieses Medaillon ist schon seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie. Tragt es in guter Erinnerung. Danke, Häuptling. Max liebt billigen Tinef. Schokolade umhüllt mit einem Hauch von Alufolie. Ist was, Sam?
Ich glaube, der Zauberer hat nichts mehr für mich in seinen Taschen. Nun, ich könnte dir meine Perücke für rituelle Anlässe mitgeben, die ich letzte Woche bei Snuckies gekauft habe. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich besitze schon einen Hut. Nun, das ist auch in Ordnung. Macht's gut, Sam und Max. Merkt euch, möge die Nacht auch dunkel sein, der Morgen wird kommen und euch belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde den alten Gauner vermissen. Ich werde vor allen Dingen seinen Geruch nach gammligen Hamsterinnereien vermissen. Erinnerte mich an Opa. Hey, er hat vergessen zu bezahlen. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn diese Idioten versuchen sollten, den Fall zu lösen, werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Hey, beruhige dich, Burl. Hey, da sind sie wieder. Habt ihr Bruno gefunden? Na klar. Bruno! Wie können wir das je wieder gut machen? Der strahlende Glanz eurer Gesichter ist uns genug. Das und ein fetter Scheck. Wären 3000 Karten für Käsekästchen-Turniere in Ordnung? Massenhaft. Lass uns gehen, Max. Weißt du, Max, ich muss immerzu daran denken, dass wir uns am zerbrechlichen inneren Mechanismus des Raumschiffs Erde vergangen haben. Gott, Sam, wenn ein paar hundert Jahre Zivilisation ausgelöscht werden müssen, nur um ein paar stinkenden, menschenähnlichen Kreaturen ihren ekelerregenden Lebensstandard zu sichern, warum nicht? Du baust mich auf, kleiner Freund. Hatte Bruno schon immer vier Arme? Thank you.